Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Monk am Mittwochs, eurem neuen Tech-News-Format hier auf YouTube. Ich bin Anton vom Kanal Technik Monk und bringe euch heute folgende spannende Themen mit. Microsoft stellt im Herbst 2024 zusammen mit ihrem Windows 11 Update 24H2 auch ein neues Feature mit dem Titel Automatic Super Resolution vor. Außerdem, OpenAI bringt mit ihrem neuen Modell Sora die ganze Welt zum Staunen und die ersten Apple Vision Pros werden wieder zurückgeschickt. Einige YouTuber haben sich zu der Brille negativ geäußert. All das und noch viel mehr heute am Monk am Mittwoch. Bereits im letzten Jahr wurde ein neues Feature vom Microsoft Edge Browser viel diskutiert und zwar ging es dabei darum, Bilder hoch zu skalieren. Problem war dabei jedoch, dass diese Bilder quasi an einen Microsoft Server umgelenkt wurden, dort dann hochskaliert wurden und wieder zurückgeschickt wurden. Ist natürlich ein ziemlicher Eingriff in die Privatsphäre, weil am Ende soll ja nicht jeder Microsoft-Mitarbeiter wissen, was man so im Internet treibt. Supermodels on trampolines.com. Why don't girls like me? Nun haben einige Microsoft Insider, die jetzt schon Zugriff auf das neue Windows 11 Update haben, eine Funktion gefunden, die unter dem Namen Automatic Super Resolution läuft und funktioniert im Prinzip so ähnlich, nur dass das Ganze eben auf das gesamte Betriebssystem Windows 11 quasi ausgeweitet wird. Das heißt, jeder Inhalt, egal Anwendung, Spiel, Browser-Inhalt, wird quasi automatisch hochskaliert, wenn es denn notwendig ist und man kann diese Funktion natürlich auch steuern. Das wird dann besonders spannend, wenn es dann in den Bereich Gaming geht, wenn ihr also quasi Spiele zum Beispiel nur in Full HD auf eurem Laptop, eurem Computer laufen lassen könnt, das Ganze dann aber eben automatisch zum Beispiel in 4K hochskaliert wird und ihr dann wirklich in hoher Qualität spielen könnt. So etwas Ähnliches kennen wir schon von Nvidia, das Besondere ist aber eben bei Microsoft, dass sie diese Funktion hardwareunabhängig machen wollen. Das heißt, egal welche Grafikeinheit ihr verbaut habt, das Ganze soll immer funktionieren. Genauere Details gibt es dann noch nicht, also ob da zum Beispiel ein spezieller Treiber notwendig ist oder wie genau das dann eben funktionieren wird, wie viel Eingriff man dann auch hat in diese Funktion, also wie sehr man das dann noch anpassen kann. Das bleibt alles noch so ein bisschen offen. Das Ganze soll aber eben auf KI basieren und dementsprechend quasi ja auch auf Laptops bzw. Computern mit etwas schwächerer Hardware funktionieren. Wie genau Microsoft das Ganze eben umsetzen will, ist noch unklar. Klar ist aber, dass es wahrscheinlich auf Microsoft Windows Machine Learning als Schnittstelle bzw. Hardware-Schnittstelle laufen soll. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze dann am Ende wirklich funktioniert, umsetzbar ist, ob es wirklich für alle Laptops verfügbar ist oder eben wieder nur für die High-End-Laptops. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen gedulden. Aber auf jeden Fall hier ein spannender Ansatz von Microsoft im Bereich KI. Wer von euch sich aufmerksam mit AI-News beschäftigt, hört den Begriff von Sora bestimmt nicht zum ersten Mal. In der vergangenen Woche hat OpenAI nämlich ihre neue KI vorgestellt und was dabei rauskam, war mindblowing. Denn Sora ist eine AI, die mit Text Videos generieren lassen kann. Was heißt das? Ihr gebt einen Prompt vor, ihr beschreibt einfach die Szene, die ihr erschaffen wollt und Sora kann sich die Worte zunutze machen und generiert dann auf Grundlage eures Prompts ein Video. Die Videos, die Sora auf die Art und Weise generieren lässt, ist von der Realität kaum zu unterscheiden. Die genaue Darstellung von Hauttönen, ja über dynamische Lichtwechsel. Mit der neuen KI von OpenAI ist genau das möglich und das mit einer unglaublich präzisen Genauigkeit, dass es eben, wie ich sagte, von der Realität nicht zu unterscheiden ist. Profis oder auch Experten, die sich jahrelang mit der Videografie auseinandergesetzt haben, können an einigen Stellen noch markante Punkte finden, die sich eben von der Realität unterscheiden, aber Laien haben hier kaum eine Chance. Die Zukunft der Videoproduktion könnte sich durch Sora radikal verändern und besonders dann, wenn der breiten Masse Zugang zu ihr verschafft wird. Derzeit ist der Zugang zu Sora noch begrenzt, aber es macht sich schon die kreative Vorstellung davon breit, wie die Leute sich irgendwann dieser Videoproduktion zunutze machen können. Uncle Phil, come try this. Ein Blick zurück auf unser Reaktionsvideo vor einigen Tagen lässt, glaube ich, schnell mutmaßen, was uns in Zukunft erwarten darf. Hier oben klicken, wenn ihr Anton dabei verfolgen wollt, wie er zum ersten Mal auf Sora reagiert. So toll die Apple Vision Pro ist, gibt es nun auch erste negative Kritik. Im letzten Monk am Mittwoch habe ich euch ja einen kleinen Bug vorgestellt. Bugs gibt natürlich wie Sand am Meer. Jetzt geht es aber wirklich um Kritik. Und zwar gab es jetzt erste YouTuber, die sich geäußert haben und gesagt haben, ich schicke meine Brille jetzt zurück, weil mir eben doch ein paar Sachen nicht so gefallen. Zum Beispiel gab es da einen YouTuber, Fahrt Masbahi, der eben gesagt hat, dass ihm die Brille einfach zu klumpig ist, um sie lange im Alltag tragen zu können. Ich meine, man hat diese Kritik ja schon öfter gehört, dass der Schwerpunkt einfach sehr weit vorne ist und man dann relativ schnell auch so eine kleine Nackenstarre bekommt beim Tragen. Zudem kommt dann noch die Akkulaufzeit hinzu, die eben auf 2 Stunden begrenzt ist und dementsprechend ist ein längeres Tragen sowieso nicht möglich. Er hat eben gesagt, so ein Arbeiten wie am MacBook oder am iPhone ist damit dann einfach noch nicht möglich, weil man zu eingeschränkt ist, weil das Tragen einfach nicht angenehm ist und letztendlich ist es dann eben nur eine Spielerei. Deswegen
deswegen hat er ihm gesagt, ich schicke meine Brille zurück. Der Tech-YouTuber Colin Michael kritisiert außerdem in einem YouTube-Video die Bedienung der Apple Vision Pro. An sich funktioniert die natürlich ziemlich gut über dieses Eye-Tracking und dann eben diesen Touch-Gesten bzw. diesen Hand-Tipp-Gesten. Allerdings sagt er eben auch, dass es nicht ganz so intuitiv ist, wie zum Beispiel das Arbeiten auf dem MacBook oder iPhone. Er hat ein Beispiel genannt, dass er eben nach Gebrauchtwagen recherchieren wollte und sich das Ganze einfach nicht so leicht und irgendwie bedienerfreundlich angefühlt hat, wie zum Beispiel am MacBook, dass es wahrscheinlich eben hier und da vielleicht nochmal ein bisschen ruckelt oder sich dann doch nicht ganz so intuitiv anfühlt, wie vielleicht vom bekannten Smartphone. Und von daher ist es sein Grund gewesen zu sagen, naja, irgendwie erleichtert mir das die Arbeit nicht wirklich und deswegen hat er es dann eben auch zurückgeschickt. Eine weitere Kritik von dem YouTuber Mesbahi ist eben auch die Bildqualität. Er sagt, dass es einfach nicht ausreicht, um wirklich dieses Gefühl des Realismus zu bekommen, den man eben hat, wenn man die Brille nicht auf hat. Gerade wenn dann irgendwie das Licht nachlässt, fängt das Bild wohl doch ganz schön stark an zu kriseln und dann merkt man eben, dass man hier nicht gerade in einer echten Realität ist, sondern dass es immer noch eine virtuelle Realität ist, beziehungsweise eben so eine Mixed Reality. Und von daher sagt er eben, da muss irgendwie noch ein bisschen nachgebessert werden, sowohl an den Display-Panels als auch an der Kamera, damit sich dieses Erlebnis wirklich real anfühlt. Bevor es gleich weitergeht mit der App der Woche, die euch wie immer Lars präsentieren wird, gibt es noch ein paar Sondernews. Und zwar verpasst ihr nie wieder den Monk am Mittwoch, wenn ihr jetzt ein kostenloses Abo da habt. So Leute, Schluss mit den faden Nachrichten. Wir sind zurück zur App der Woche. In der vergangenen Woche haben uns viele Nachrichten erreicht, dass ihr euch PixHut mal genauer angeschaut habt. Das freut mich natürlich sehr. Aber heute im Rampenlicht begrüßt uns Magic Plan, der digitale Zauberstab für euer Zuhause. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid auf einer Wohnungsbesichtigung oder sonst wo. Vergessen wie immer Zollstock oder Maßstab. Kein Problem, der hängt nämlich bei euch jetzt in der Hosentasche. Mit Magic Plan könnt ihr nämlich über den LiDAR Sensor im Hintergrund den Raum vermessen. Und das wird auch noch super schön visualisiert in der App. Die Raumvermessung geschieht über einen ganz leichten Schwenk durchs Zimmer. Und das geht so kinderleicht, dass ihr wirklich denkt, einen Zauberstab dabei zu haben. Wenn ihr denkt, das war schon, dann fehlgedacht. Denn Magic Plan ist nicht nur der Zauberstab für die Hosentasche, sondern auch Bauingenieur, Innenarchitekt und Einrichtungsberater zugleich. Was damit gemeint ist, wenn ihr dann den Plan fertiggestellt habt, könnt ihr über die App einzelne Elemente in das Zimmer reinstellen, sei es Sofa, ja sogar Fenster oder aber... Wow, das kenne ich doch von Sims vor einigen Jahren. Und da habt ihr recht, es ist wie Sims spielen, aber in echt. Und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Probiert es selbst aus, lasst euer Kreativität reinlaufen. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal zur App der Woche. Danke Lars für die Vorstellung der App der Woche. Und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen und möchten euch jetzt nochmal das Angebot der Woche vorstellen. Heute ist es mal kein technisches Produkt, sondern eine Software. Und vielleicht erstmal ein bisschen langweilig. Und zwar ist es eine Steuersoftware. Wieso Steuer genau gesagt. Und das ist ein sehr, sehr cooles Programm, wenn ihr gerade dabei seid, eure Steuererklärung zu machen. Das ist ja wirklich immer eine mühselige Arbeit und mit der Software ist es wirklich idiotensicher, extrem einfach und man hat eben die direkte Anbindung zu Elster beispielsweise, um dann eben die ganzen Informationen schon zu importieren. Ist damit dann wirklich kinderleicht und gerade gibt es eben knackige 49%. sodass ihr nur noch 23 Euro dafür bezahlt. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall jedem seine entspannte Steuererklärung wert. Und damit sind wir jetzt auch wirklich schon beim Ende dieses Monk am Mittwochs angekommen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen spannenden News wieder was anfangen. Wenn ja, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht den nächsten Monk am Mittwoch, das Hauptvideo am Sonntag und mittlerweile sogar immer noch ein spannendes Video, was wir am Freitag für euch droppen. Also ordentlich was los hier auf dem Kanal. Von daher seid unbedingt immer mit dabei. Und hier geht es ansonsten zum letzten Video, um die Zeit bis zum nächsten Video zu überbrücken. Bis dahin, euer Technikmonk.